Hallo Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play auf Rokorti. Und zwar geht es heute um Unturned. Das ist ein relativ neues Spiel, Early Access auf Steam. Kam, glaube ich, vor ein paar Wochen raus und es wurde von einem einzigen Typen entwickelt. Und wie ich das gelesen habe, war derjenige gerade mal 16 Jahre alt. Also im besten Alter. Und ja, das ist eigentlich das Spiel. Hier sieht man zwar nicht so viel von, aber wenn man jetzt auf Play geht, dann kann man hier auswählen, Tutorial, Singleplayer, Connect und Host. Also es gibt auch einen Multiplayer. Nur wir spielen den Singleplayer. Und irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es vergessen. Na gut. Wir sehen uns gleich im Singleplayer wieder und dann geht es los. Und willkommen zurück in der wundervollen Welt von Unturned. Wir sind hier im Singleplayer und weil ich sagen wollte, das Spiel ist eine Kombination aus DayZ und Minecraft, könnte man sagen. Es gibt hier ein Crafting-System und auch die Grafik könnte ein bisschen an Minecraft erinnern. Ein bisschen pixelig, vor allem die Wolken. Und es gibt auch ein Inventar, kann man es zumindest so nennen. Mit wundervollen Sounds. Das sind wir. Wir sind komplett nackt. Aber haben eine schöne Badekappe auf. Wir haben einmal ein Torch, was in diesem Fall eine Taschenlampe ist, eine Tafelschokolade und ein bisschen Apfelsaft. Aber kein Mineralwasser, ist ja schade. Dann gibt's auch noch die Skills. Da kann man, immer wenn man Zombies tötet, bekommt man Experience, also Erfahrung, und die kann man hier dann in Upgrades umtauschen. Hier Immunität und sowas. Ja, das werden wir aber, glaube ich, später noch ein bisschen besser sehen. Im Moment haben wir 5 XP, wo wir die haben. Keine Ahnung. So, dann gibt es auch noch... Oh, muss so viel erklären in dem Spiel. Dann gibt es hier unten noch eine Health Bar, eine Hungersleiste, eine Leiste fürs Wasser, sei jetzt mal so. Und eine radioaktive Anzeige und für Energie. Also wenn man sprintet, für immer Energie ist ja logisch, denke ich mal, die geht auch langsam wieder hoch. Jetzt gerade bei 88%. Jetzt geht sie langsam wieder hoch, bis wir wieder 100 haben. Ja, das war's eigentlich schon. Mehr muss man nicht erklären. Man muss hier sich gegen Zombies durchkämpfen. Man kann seine eigene Basis bauen. Man kann Auto fahren, man kann mit dem Flugzeug fliegen, ach, es gibt so viel und eigentlich will ich gar nicht so viel verraten. Deswegen stürzen wir uns mal hier in die tolle Welt rein. Sehr schön eigentlich. Wenn man überlegt, ist noch echt Early Access, also frühe Alpha. Und dafür geht es eigentlich noch. Also ich habe ein bisschen getestet vorhin und weil ich sagen kann, man darf nicht vom Busch essen. So, haben wir schon erst einen Zombie. Gleich schon den stärksten aus dem Spiel, und zwar dem Militär-Zombie. Wie man hier sehen kann, hat der eine wundervolle Rüstung an. Grüne Hose und einen tollen Helm. Ja, das ist ein Zombie. Der rennt so schnell wie wir. Also sehr gut gebalanced, das Spiel. Es gibt auch kriechende Zombies. Und mehr habe ich nicht gesehen. Nur diese beiden. Und man kann auch jetzt schlagen. Man kann auch geschlagen werden, also es ist ein bisschen verbuggt noch alles. Deswegen ist es ganz schön schwer, sich durchzuboxen gegen den Typen. Aber er ist tot. Yes. Wir sehen, wir haben 40% Leben nur noch, also 60 verloren. Das ist extrem scheiße für den Anfang. Und der Bildschirm wird langsam etwas grauer, das ist auch aus DayZ bekannt. Und wir haben 24% Verseuchungsgrad erreicht. Was noch nicht so gut ist. Okay, da ist der nächste. Ist das hier eine Militärbasis oder was? Nur so, Leute. Okay, wir gehen erstmal woanders hin. Es gibt einen Tag-Nacht-Wechsel. Hier okay, die Sonne. Okay, glaube ich, langsam unter oder auf. Nee, müsste untergehen. Ach, keine Ahnung. Sehen wir dann. Ja, dann gibt es noch Bäume. Man kann nicht wie in Minecraft, wenn ihr denken würde, irgendwie was abbauen. Geht nicht. Man muss sie alle selber finden. Aber das Craften geht. Ja. Schauen wir nochmal.
wo wir jetzt hier nachher landen. Weil mehr als das hier haben wir noch nicht gesehen. Hier, das ist zum Beispiel so ein Busch. Sieht aus wie ein Zelt. Man kann sich auch mit X hinknien und was war das andere? Mit M oder so. Kann man sich hinlegen. Ach, weiß ich gar nicht. Ist ja auch egal. So, da unten noch ein Zombie, wie ich das sehe. Was ist eigentlich da hinten? Das sieht sehr schön aus. Schöne Berge, Hügel, wie auch immer. Das ist echt ein Zombie. Okay. Ich glaube, wir können gar nicht mehr so schnell rennen. Ach doch. Wir laufen nur noch mal langsamer. Na gut. Okay, stürzen wir auf den nächsten Zombie. Das ist ein. Auch ein Militärzombie. Okay. Und noch ein Militärzombie. Und da hinten ist ein. Ein. Habe ich noch nie gesehen. Ist mal gut, Leute, hier. Jetzt können wir auch in Ruhe lassen. Sieht aus wie ein. Das ist ein Schwein? Weiß ich gar nicht. Aber es rennt weg vor uns. Ist ja schade eigentlich. Das ist eine Katze. Das ist eine Katze? Nee. Keine Katze. Ja, was machen die denn da? Leute, ist hier aber, ne? Oh, ah, hab ich erschrocken. Alter, wo kommt der denn her? Der muss so einfach gespawnt sein oder hat sich getarnt hinterm Baum. Oh, nee. Sind sie da zu dritt in einer Reihe? Ha, sehr schön. Der erste Part und schon geht hier alles kaputt. Oh, Mann. Die Welt ist so grau. Oh Mann. Und da wollte ich so viel zeigen. Was haben wir denn unten? Das sieht nach einem Hafen aus. Oder einer Brücke. Oder beidem. Ach, da sind Zelte. Sind hier immer auch da. Schön. Noch ein. Oh, es ist alles so kacke. Was haben wir da? Noch ein Haus und noch mehr Zombies. Oh Mann. Und dabei ist es ja easy, was wir gerade spielen. Ist ja nicht mal der größte Schwierigkeitsgrad. Okay, ich renne jetzt mal ein bisschen. Ich habe keinen Bock mehr auf die Zombies. Es wird langsam dunkel. Ich bekomme Angst. Das hat ja so viel gebracht, das Sprinten. Ich könnte mich auch durchboxen. Aber wahrscheinlich will mir da mehr drauf gehen. Also lassen wir das mal lieber. Und ich glaube, Zombies können nicht schwimmen. Das habe ich irgendwo mal gehört. Machen noch Springen mit Leertaste. Los, schwimmen. Schneller. Haha. Loser. Man kann auch irgendwo Emotes machen. Ja, vielleicht nicht im Wasser. Dann schwimmen wir ein bisschen. Ach, ist das nicht schön. Nee, die kommen nicht hinterher. Ho, sehr gut. Ja. Was ist das denn hier? Von der Sonne oder? Die ist auch schon untergegangen. Ach, egal. Schwimmer weiter. Ja, das ist also antörend. Oh, schöner Himmel. Ganz schön viele Sterne eigentlich, aber. Sieht schön aus. Für ein kostenloses Spiel, muss man auch mal so sagen. Jetzt machen wir ein bisschen zeiger. Ich meine, das Seepferdchen haben wir schon mal. So, zack. Ah, das geht ja flott hier, mein Gott. Das ist ein Öltanker, oder? Weiß ich gar nicht. Könnte auch ein Fischkutter sein. Gut, dass ich meine Taschenlampe dabei habe, die man nicht auf dem Wasser einsetzen kann. Was soll das denn? Ach nee, meine Fackel ist ja gar keine Taschenlampe. Aber er hält sie wie eine Taschenlampe. Man kann gar nichts öffnen. Kein Inventar, nix. Egal. Brauchen wir eigentlich auch noch nicht in der Situation. Weil einfach nur schwimmen. Können ja mal kurz an Land eigentlich.
Los, zieh, zieh. Ah. Und los, 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 los. Krass. Also bei Nacht habe ich noch nie gespielt. Das erste Mal gerade hier. Und an Land haben wir es geschafft. Jawohl. Ach, keine Energie mehr. Na gut. Also mit 1 die Taschenlampe. Zack. Da kann man auch mit zuhauen. Irgendwas habe ich ja gehört. Egal. Machen wir mal Pause, würde ich sagen, ne? Das war's dann auch schon für den ersten Part von Unturned. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Und gucken, was da hinten alles noch so gelagert ist für uns. Vielleicht finden wir unser erstes Auto. Naja, bis dann.